So. Die nachfolgende Sendung ist... Hier haben wir heute nochmal Monte ist Insta-Model, eine YouTube-Kacke, die wir uns gemeinsam rein donnern, Alter. Auf jeden Fall auf Anderschädelbasis, Digga. Geht direkt in die Hirnhaut, let's go, der Hase. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Erstellt wurde das Ganze von dem guten Hungriger Hugo, ein Villager mit einem Mikrofon hier. YouTube-Kacke, Insta-Model, wir werden in Montana Black. Okay, alles klar. Schauen wir mal vorbei, meine Freunde. Let's go, der Hase. Die nachfolgende Sendung ist nicht die nachfolgende Sendung. Hä? Ah, okay. Mit einem Spaß mit Spezialmusik. Musik. Das ist die Musik, die ich höre, wenn Monte den Raum betritt. Perfekt. Bin bereit. Hier die erste Person. Die finde ich Genau. Ich glaube, Monte wäre Real Talk einer der einzigen Menschen, der sich selber ficken würde, wenn er eine Scheide hätte. Also wenn es ihn nochmal gäbe als Frau, würde Monte es einfach durchziehen. Er würde es komplett durchziehen, vielleicht sogar heiraten, maybe. Bisschen geschrieben. Ach, er hat geschrieben. Alles klar, sieht trotzdem gut aus. Nämlich die schönste Frau auf YouTube. Guck dir mal die Nase an, bitte, sieht aus wie Lord Voldemort. Ist das ein Ladyboy oder nicht? Safe ein Ladyboy. Oder würdest du auf jeden Fall gönnen, oder? Zu 100%, Digga. Das ist doch die Ex-Frau. Stilly, sie ist eine Süße. Aber ich will jetzt nicht mehr dazu sagen. Als ich mitbekommen habe, dass sie mit dir zusammen war, warum geht die mit so einem Idioten aus? Korrekt von dir. Danke, Digga. Unterm Strich, um hier abzuschließen, ist eine geile Sau. Ist besser, ist so eine geile Sau. Ah, gut. Das war's an der Stelle mal komplett, Nico. Aua. Geh doch mal raus. Coronavirus. Mir ins Auge fassen, Monte. 1 Meter Abstand vom Mitmenschen halten und wegtreten. Beim ins Gesicht fassen gelangt. Viren in die Schleimhäute. Monte, hallo. Engen Kontakt mit anderen Menschen. Monte, hör auf jetzt, Monte mit Tim. Voll eklig, also Digga, ich will üben. Was ist denn da los? Ich finde, dass du ein gut aussehender Mann bist. Junge, Alter, diese Musik. Ein Thema für Nico, und zwar zum Thema Big Tits. Hat so ein gewisses Etwas. Hat auf jeden Fall eine gute Oberweite. Da gehen Props raus. Auf dem Bild auf jeden Fall schon nice rüber. Was sagst du? Ist auch. No homo. Besser ist das, Alter. Frage, wenn ich mich jetzt als Frau umoperieren würde, wäre ich dann was für dich? Haho! Verliebt. Verliebt! Ja. Komm, eine können wir jetzt da reinziehen, Leute, hier. Montes Mutter hat ihn bekommen, als er 18 war. Schauen wir nochmal hier ganz was rein. Das ist auch von Hungriger Hugo. Der Typ macht wohl babamäßige YouTube-Kacke. Freunde, was geht ab? Ich Gibst du mir eine leere Dose wieder rüber? Der Disrespect ist da an der Stelle. Ihr merkt, ich bin aufgeregt. Ich habe mich viel mit ihrer... Digga, Monte, Alter, ich schwöre. Marcel, ich weiß nicht, wie du es schaffst, Millionen zu haben und trotzdem immer auszusehen wie ein Penner. Nicht mal auszusehen, sondern dich zu verhalten wie ein Typ, der im Bahnhof sitzt, Digga. Fühle ich so sehr. Fühle ich leider Gottes so sehr. Mein Gott, ey. Ich kenne diesen Kerl jetzt seit, glaube ich, 7 Jahren. Und seit 7 Jahren hat er sich durch das ganze Geld wirklich... Er ist einer, der sich durch Geld nicht verändert hat. Der ist immer schon ein Assi gewesen und der bleibt auch ein Assi. Egal, wie viel Geld der hat. Egal. Arbeit beschäftigt und ich muss sagen, ich bin ein kleiner Fanboy, muss mich kurz outen. Xing, shang, shang. BAM! 1-0. Karma existiert. Du warst auf der Schule, wie war deine Schulzeit? Ich war jetzt nicht jemand, der ein chronischer Schwänzer war oder sowas. Alles andere waren 5 und 6, Digga, weil ich einfach nicht hingegangen bin und drauf geschissen habe. Englisch. Perfekt, perfekt. Wieder mal eine sehr zusammenhängende, nicht sich entkräftende Montana Black-Aussage, wie man sie kennt. Das fand ich zum Beispiel immer gut. Maybe next time you are also the winning team. Genau, maybe next time you're also the winning team. Yes, you never know. Wollte immer gut sein in Mathe. Satz ist Pythagoras, Alter. Ich hab seine... Pythagoras? Mutter gefickt. Chemie. Satz des Pythagoras. Ich hab seine Mutter gefickt, Junge. Die Physik. Ich bin in die Physik und Chemie-Rolle. Hat er das wirklich gesagt oder ist das so geschnitten? Gegangen, hab mich da auf den Tisch gestellt und hab die Beamer von der Decke abgeschraubt. Fühl ich feier. Entschuldige die Frage, wenn sie redundant ist, aber ich finde, von außen bekommt man manchmal so das Gefühl, dass deine Großeltern teilweise engere Bezugspersonen sind zu dir als deine Eltern. Du hast dich vergessen, meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Ah, okay. Montes Mutter hat ihn bekommen, als er 18 war.
Monte mit 17. Junge! Was sag mal, Alter? Was war bei Alter? Cool, so der ausschlaggebende Faktor, wo du gemerkt hast, ey, das hat mich jetzt psychisch eingeschränkt, dies und das. Hör ich jetzt auf? Ist auch. starkes Interview. Ich will Monte bei Calvas oder bei Maischberger oder sowas sehen. Ich geb dir nochmal ein Beispiel. Krass, aber was perfekt mich interessiert ist, was hast du langfristig daraus gezogen? Junge. Ich geb dir nochmal ein Beispiel. Digga, das... Ja. Siehst du nur jetzt. Ja, du. Gib. Ja. Kein bisschen reflektiert, kein bisschen Zukunftsorientierung. So sieht das aus. Ich finde, dass ein bisschen davon noch in dir steckt. Zu 100%, Digga. Was? Ja. Fühle ich, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ja halt einfach, Digga, das... Ja, krass. Ja. Das boah, ich hab dieses Gefühl gerade im Kopf, das du haben musst. Ich kann das schon nachvollziehen, weil mein Opa hat mir was gegeben, was meine Mutter nie hatte. Wir wollen nicht drüber reden. Das habe ich oft gelesen, diese Koks-Paranoia. Tim Gabel. Dass ich beim Psychologen war wegen meiner Grassucht. Das kommt für dich gar nicht mehr in Frage. Da hast du ein krasses, auch krasses Suchtverhalten entwickelt. So, ich schwitze komplett nachts durch, ich hab Albträume. Marcel, mach ganz ruhig, Junge. Junge. War hyperdepressiv und komplett gefickt im Kopf. Auch in dem Buch, was ich dir geschenkt habe, da gibt es die sogenannten Prävalenzraten. Da siehst du, okay, wie häufig ist das und in wie viel... Das ist komplett ADS-Kick, Alter. Der Junge kann sich nicht zurückhalten. Prozent der Fälle entsteht eine Sucht. Und wenn du siehst, dass ca. 20-25% der Leute, die das nehmen, süchtig werden, das ist einfach wirklich... Tim labert und er gibt kompletten Fick. Von welcher Mensch stellt das in seine Box? Krass beschissen. Oh, Digga, dieses Drogenthema, da könnte ich Jahre drüber sprechen. Ich finde das sehr interessant. Aber wie kamst du zu deinem ersten Näschen? Das finde ich interessant. Also ich wiederhole mich jetzt nochmal. Ja, deswegen, weil wir gestern drüber gesprochen haben. Immer wenn ich mir den Arsch abwisch, knall ich immer mit dem Ring die Klobrille. Das hört sich dann immer so an. Ich wisch mir den Arsch ab und ich komme immer gegen die Klobrille, Digga. Okay. Immer. Im okay. Stehen den ja. Arsch abwischen finde ich ein bisschen komisch, Digga. Du ja. Lebst das. Ja, du, Digga, das stimmt. Du lebst das. Immer im Sitzen den Arsch abwischen. Ganz wichtige Nummer, Alter. Kein Bock wirklich zu reisen? Wenn ich so machen könnte, überall sein könnte, sofort. Oh! So. Nimmt euren Pimmel. vielleicht würde ich dann da nochmal einen Trip hin machen, ja, mal gucken. Digga, mach das, Ehre. Ich mach das dieses Jahr in Montenegro. Zwei sehr, sehr, sehr starke Videos, Leute. Zwei sehr, sehr starke Videos, Mann. Gönnt euch auf jeden Fall gerne mal den Kanal von Hungriger Hugo rein, Leute. Absolut wild, was der Kerl hier rausballert.